Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Breath of the Wild im Master-Modus. Ja, wir haben uns um Vamedo das letzte Mal gekümmert. Haben herausgefunden, wer der andere Recke war, eben dieser Revali. Sind noch im Dorf der Orni, / Rito. Ich mag Orni halt nicht so arg. Ja, sehen uns hier noch ein bisschen um und dann geht's natürlich weiter an Türme aufdecken, Richtung nächsten Titan. Und was man halt natürlich so finden. Ich spiele dieses Mal mit den Joy-Cons. Weiß, wie es aussieht, mein Pro-Controller echt irgendwie am Abkacken ist. Und das muss ich halt jetzt rausfinden. Vielleicht wird weniger gefailt. Das wäre schade. Für andere. Ja. Also. Die hat hier schon gerade ein Ausrufezeichen gezeigt. Die Bella. Alle sagen, Vamedo greift uns nicht mehr an. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das gehört habe. Oh, ich habe dieses alte Lied gesungen, ohne es zu merken. Hast du mich gehört? Erzähl mir mehr. Oh, wie peinlich. In Ordnung, dann los. Der Orniturm, schlank und schwarz. Die Mittagssonne enthüllt sein Herz. Das Lied hat noch eine Strophe, aber die fällt mir gerade nicht mehr ein. Wenn du sie unbedingt hören willst, könntest du es einmal bei meiner Schwester Laisa versuchen. Okay. Ah, ein Schreinquest. Jetzt habe ich mir natürlich alle Namen aller deiner Schwestern und Leute gemerkt. Hey! Du, ich habe von dir gehört. Du hast es geschafft, oder? Du hast Vamedo. Theba ist auch wieder da. Es scheint, als hättest du mir den ganzen Ruhm weggeschnappt. Nun ja, ich wollte dir trotzdem danken. Wer weiß, wie die Sache ohne dich ausgegangen wäre. Ist schon wieder am Schrauben. Gehen wir mal zu dem Dorfältesten am besten gleich. Ah, der ist Theba, cool. Yo! Yo! Oh, du bist es. Du hast mir wirklich geholfen. Na, wie geht's deinen Wunden? Keine Sorge. Meine Frau hat sie so gut versorgt, dass ich schon wieder gehen kann. Ach übrigens, sie hat mir etwas über dich erzählt. Angeblich bist du der Nachfahre eines Recken der Hylianer? Aha, du brauchst gar nicht erst versuchen zu verstecken. So wie du mit dem Bogen umgehst und dich in der Luft bewegst, in dir fließt zweifellos das Blut eines Recken. Schwer vom Begriff sind die. Was ist? Du willst mir immer noch etwas sagen? Es ist so. Das kann doch nicht sein. Du bist also der Recke der Hylianer höchstpersönlich? Tja. Haha, nein, das ist ja unmöglich. Die Recken wurden alle von der Verheerung Gannon umgebracht. Und das vor 100 Jahren schon. Selbst wenn der Recke von Hyrule überlebt hätte, wäre er jetzt ein Greis. Oh, ich rede zu viel, oder? Ich habe dem Häuptling schon berichtet, was mit Vamedo geschehen ist, aber die Einzelheiten sollte er von dir hören. Hey! Hey, Tag! Ja, gute Antwort. Okay. Wer andere ordentlich grüßt, ist eine gute Person, sagt Papa immer. Papa ist endlich zurück von seiner Arbeit. Aber leider hat er sich bei der Arbeit verletzt. Aber es geht ihm schon viel besser, also wir können bald beim Flugplatz spielen gehen. Komm doch später auch vorbei, wenn du Lust hast. Hi. Hallo, mein Freund. Papas Wunden sind schon fast geheilt. Bald kann er mich wieder zum Flugplatz mitnehmen. Komm doch später vorbei, wenn du Lust hast, okay? Das muss ich mir merken. Mein Mann hat mir alles erzählt. Vom Flugplatz, vom Kampf gegen Medo. Jetzt, wo Medo sich über den Kopf niedergelassen hat, sei endlich alles vorbei. Ich hätte kaum noch zu hoffen gewagt, dass mein Mann wohlbehalten zurückkehrt. Ich bin dir unendlich dankbar. Ja, ja. No prob, no prob. Oh. Ladida. Oh, es freut mich, dich wohlauf zu sehen. Ihr konntet Vamedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamedo wird nun von an die Schutzgöttin des Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Hohohohohohohoho.
Ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Truhe, du wirst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtliche meine Erwartungen. Du stehst dem Recken der Hylianer, der Hund vor 100 Jahren an der Seite von Rivali gekämpft hat, in nichts nach. Der einzige Unterschied ist das heilige Bannschwert. Schwing! Man sagt, der Recke der Hylianer habe das heilige Bannschwert getragen, welches nun in irgendeinem Wald ruht. Wir kriegen immer mehr Informationen vom Bannschwert. Aber mein Glas muss jetzt mit flüssiger Info gefüllt werden, die meinen Hals heruntersaust, damit ich ganz viel labern mit euch kann. Wunder der Technik. Das ist echter Wahnsinn. Cheers. So. Ich glaube, ich weiß schon, was wir da drin haben. Jawohl, ein Adlerbogen. 28 mal 3. So. Das heißt, er schießt 3 Pfeile, A, Schaden 28. Der einzigartige Bogen des Recken Rivali. Im Luftkampf soll er schnell wieder Wind damit geschossen haben und so, dass es niemand anders mit ihm aufnehmen konnte. Das noch viel geilere an diesem Bogen ist nämlich. Aber das wird hier gar nicht beschrieben, im Englischen steht es drin. Man schießt zwar 3 Pfeile ab, aber es verbraucht bloß einen. Das ist heftig gut. Bumm. So. Also hatten wir jetzt noch irgendeinen. Nee, okay. Nee, das war die, die gesungen hat, die gesagt hat, die Schwester weiß mehr. Achso, er hier, genau. Der Häuptling hatte den Adlerbogen überreicht, oder? Falls der Adlerbogen beschädigt wird oder dir abhanden kommt, kann ich dir Ersatz anfertigen. Bring mir einfach einen Schwalbenbogen, 5 Holzbündel und einen Diamanten. Das ist nämlich so, natürlich, sonst würde ja die ganze Sache nicht funktionieren. Diese epischen Waffen, genauso wie diesen, Moment, wo ist er hier? Hier, Mifas Speer. Die Lichtschuppenlanze. Kann ich nämlich, sozusagen, falls es kaputt geht, mir nachmachen lassen. Und es ist halt immer ein Diamanten, den es dann halt auch kostet. Ja, da ist doch die Schwester. Hi. Hallo. Oh. Bella hat dir also gesagt, du sollst mich nach der zweiten Hälfte dieses alten Ornilids fragen? Die hat wirklich ein Spatzenhirn. Na gut, ich sing's dir vor. Unter einer Bedingung. Du musst mir die erste Hälfte fehlerfrei vortragen, auswendig. Ich versuch's. Gut, dann los. Der Orniturm. Schlank und schwarz. Die Abendsonnen. Scheiße. Okay, aber das hat man schon mal richtig. Siehst du, das habe ich total vergessen. Also. Schlank und schwarz. Das Volkslied. Ja, ja. Ja, bitte. Der Orniturm, schlank und schwarz. Die Mittagssonne enthüllt sein Herz. Okay, die Mittagssonne, okay. Oh Gott, die Joy-Cons sind einfach so als Controller, naja. Nicht das Wahre, vom Feeling her. Willst du wissen, wie das Lied weitergeht? Ja, ja, mach ich doch. Also, der Orniturm. Schlank und schwarz. Die Mittagssonnen. Richtig. Und die letzte Zeile? Enthüllt sein Herz, war's. Das war alles richtig. Gut, dann werde ich dir wie versprochen den Rest des Liedes beibringen. Das Herz des Turms, es schläft so fest, dass nur Feuer es erwachen lässt. Das ist die zweite Hälfte des alten Ornilids. Klingt sehr bedeutungsschwanger. Was? Okay, also. Einen schwarzen, schlanken Turm. Meint er das damit, oder wie? Nee, aber das ist ja nicht schlank. Ah, ja, stimmt, da war auch noch was.
Wo bist du? Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie so sein könnte. Überhaupt nicht offensichtlich. Sie sind es. Sie wird doch nicht zu dem Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied dort zu üben. Das ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Deswegen fliegen wir jetzt erstmal dahin und ihr seht das erste Mal die coole Fähigkeit. Und yeah! Das ist natürlich so OP mit dem Reisen auch jetzt, weil man überall hinkommen kann. Bis man es eben dann... Jetzt habe ich ja noch zweimal, danach gibt es einen Cooldown. Ja, und dann kann ich dann wieder dreimal diese geilen Sprünge machen. Bin ich mal gespannt. Ist nämlich auch hier so ein Schrein-Ding. Ah, okay, jetzt sehe ich. Ja, die Zahlen sind so. Jetzt reicht's! Diese blöden Gänse! Meine Schwester und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben. Aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei dem Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm genug. Ich meine nett genug, um mir zu helfen. Sag meinen Schwestern im Orni dort auf der Orni, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ihn ja nicht. Aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Die Einzige, der mich beim Sorgen mache, ist Genli. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs. Sie ist ganz launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Okay, also die braucht dann Knusperlachs. Ja gut, hier sind... Wahrscheinlich muss ich hier nach der Reihe durchschießen. Immer auf die Fläche oder so. Aber dann gehen wir doch erstmal wieder zurück. Aber wo könnte dieser schlanke, schwarze Turm sein? Der Orni. Ah! Oder sie meinen den Dingturm allgemein, den Turm halt. Da oben sitzt jetzt Warmedo und grillt schon mal ein bisschen Gennen für uns vor. So. Ah, okay. Hä? Oh nee, oder? Hä? Ah, da unten. Ja, aber ich habe nur einmal den Scheiß. Den Revali-Sprung. Nee, das machen wir später. Jetzt gucken wir natürlich, dass wir hier diese kleine Schreinquest machen. Sie fragen nur, ob man da diesen Knusperfisch denn hinbekomme. Ah, nice. Okay. Aber jetzt pennen die ganzen Kids ja schon. Oder? Da ist die Küche. Da ist die Kleine. Hunger, Hunger! Ich will Knusperlachs! Was? Kiel will, dass ich das Lied üben komme? Nö! Ohne meinen Knusperlachs gehe ich nirgendwo hin. Ich habe meinen Schwestern gesagt, ich würde zum Üben kommen, wenn sie meinen Knusperlachs machen. Da sind sie wirklich losgezogen, um die Zutaten zu kaufen. Deshalb sind sie jetzt nicht hier. Ach, Menno, ich habe keine Lust zu singen. Aber für einen schön heißen Knusperlachs dafür umso mehr. Wo sind die Zutaten kaufen wollten? Natürlich beim Fick, was Frechspatz mit den spatzenmäßigen Preisen. Ist es der Laden dann hier drin? Nee, Quatsch, das ist kein Laden, Alex. Nein.
Da ist noch einer. Ja, guck mal, ich habe Ziegenbutter bekommen. Warum ich nicht das Lied übe? Oje, das hatte ich ja ganz vergessen. Nimm du bitte die Ziegenbutter, damit kannst du einen tollen Knusperlachs zubereiten. Dann solltest du dann Genli in der Küche servieren. Wenn sie erstmal satt ist, will sie bestimmt auch wieder singen. Nan? Nan ist... Ach, das ist... Nan ist leider irgendwohin abgehauen, nachdem sie den Teil ihrer Zutaten besorgt hatte. Wahrscheinlich übt sie wieder an einen hohen Ort das Lied. Kann wollte Maxilachs fangen gehen. Ich nehme an, sie versucht ihr Glück an einem kleinen Teich am Eingang des Dorfes. Okay, wir haben Butter erhalten. Er ist an einem hohen Ort. Und Maxilachs haben wir bestimmt noch, oder? Haben wir Maxilachs? Hyrule Barsch, Schwertschnapper. Nee, Mist. Teba. Genau. Aha. Ist doch richtig gehört. Super Ohren. La 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 la. Das war die Rückkehr des Helden nach Besänftigung des Monstervogels, Strophe 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verehrtes Publikum. Was? Unsere Gesangsübung? Bei dem Brüderfelsen? Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber meine Schwester Genli wollte unbedingt Knusperlachs essen. Da mussten wir uns aufteilen, um die Zutaten zu kaufen. Ich habe meinen Teil schon längst erledigt, deshalb übe ich jetzt hier ein wenig unser Lied. Ich hätte Kiel wohl Bescheid sagen sollen. Ich werde schnell zu ihr gehen. Ach ja, ich gebe dir diesen Tabanterweizen. Bitte koch für einen tollen Knusperlachs für Genli. Wenn sie dich kommt, weigert sie sich, mit uns das Lied zu üben. Naja, eigentlich glaube ich, das ist nur ein Vorwand. Aber egal, viel Erfolg. So, das heißt aber, ich brauche immer noch... Maxi... Lachs. Es kann natürlich sein, dass der einfach da unten ist. Masui. Ma, du bist es. Bist du hier, um dir Vamedo anzusehen? Ach Gott. Okay, den haben sie nicht geupdatet. Na, raus da, raus da. Kein Dialog. So, hier unten war doch irgendwo so ein kleiner Teich. Ist da Maxilachs drin? Bitte habe Maxilachs. Ah, der Erhard vielleicht schon. Oder sie. Hoppladi, hopplado. Ich habe einen Maxilachs gefangen. Was willst du? Ich soll das Lied üben gehen. Ah, das hatte ich über die Aufregung mit dem Fisch ganz vergessen. Ich sollte schleunigst zu Kiel laufen. Die wird sauer sein. Ja, nimm bitte diesen Maxilachs und mach Genli einen schönen Knusperlachs damit. Ich hoffe, damit kriegt sie sich endlich wieder ein. Also dann, viel Erfolg beim Kochen. Super. Gibt's da noch irgendwo einen? Weil allein dieses Nadelzeug in dem Wasser und sowas, also ja. Da können die Leute noch so viel meckern über Auflösung und HD-Texturen. Das Spiel sieht einfach Bombe aus. Obwohl ich so eine Grafikhure bin. Und es gibt Spiele, die sind halt scheiße mit 30 FPS und es gibt Spiele, die sind gut mit 30 FPS. Ja, ich hab's schon gemerkt, dass ich zu wenig hab. Jetzt lass mich zu dem Kochding gehen.
Dann schlafen die doch dann gleich. So. Jetzt schnell hier. Also. Einmal gibt's die Butter. Dann gibt's Tabanterweizen. Ah, wir hatten doch Maxilachs. Okay. Und dann kommt das da rein. So, Maxi Knusperlachs. Oh. Okay. Hunger, Hunger. Ich will Knusperlachs. Nanu, was duftet denn hier so herrlich? Das kann doch nur eines sein. Knusperlachs. Der ist für mich, oder? Bestimmt, oder? Guten Appetit. Nö, den esse ich. Yippie, vielen Dank. Mampf, Mampf, Jam, Schmatz, Rülps. Oh, ups. Bin ich jetzt aber voll? Hm? Was ist mit meinem, was mit meinem Versprechen ist? Ja, ich fürchte, das ist auf dem Weg. Eigentlich singe ich gerne, weißt du. Ich krieg nur so schlimmes Lampenfieber, wenn mir Fremde zudrohen. Deshalb hatte ich so Angst vor dieser Vorführung. Aber vielleicht wird das ja besser, wenn ich fleißig mit meinen Schwestern übe. Danke nochmal für den Knusperlachs. So etwas Leckeres habe ich lange nicht gegessen. Ich werde beim Üben alles geben, also komm doch später mal und hör's dir an. Ja, ich aber jetzt, dadurch, dass ich dieses coole Rezept habe und dass er wirklich reinhaut, machen wir uns das nochmal. So, nehmen wir mal Salz, Schnecke und Butter. Butterschnecke. Keine Ahnung, ich würde es niemals essen. Maxi Schmo Fisch. Okay, da züchtet man mal kurz so ein Fisch raus. Okay. So, das reicht jetzt fürs erste Mal. Und dann gehen wir jetzt hoch. Dass wir darüber fliegen können. Jetzt hat sie nämlich ihren Karpfen da bekommen. Ihre Knusperlachs. Ah. Oh, hast du Kiel gefunden? Da war sie also wirklich bei den Brüderfelsen. Mit dir hat man wirklich nichts als Sorgen. Kann ich dir das hier als Dank für meine Hilfe anbieten? Ja, gerne. Zauber 1000! Wenn ich weiß, wo sie ist, bin ich beruhigt. Ich danke dir. Naja, finde Kiel. Achso, es war eine Nebenquest. Jetzt fliegen wir da mal wieder dann rüber. Nee. Kann ich das im Menü eigentlich sehen, ob das Ding fertig ist gerade? Wiederverwendbar in 1 Minute 10. Okay. So, jetzt mal gucken, was die mir hier für ein Lied vortrellern können. Hm. So ein einsames Schild. Mit Chilis nebendran. Flugplatz, Weg der Schneeberge, ja, ja. Na. Ah, da stehen sie wirklich alle. Ha. Okay. La, lululula. Oh je, jetzt habe ich so viel gesungen, dass ich ganz hungrig geworden bin. Blau, lila, grün. Blau, lila, grün, rot. Blau, lila, grün, rot, gelb. Blau,
Lila, grün, rot, gelb, ja. Okay, okay. Blau, lila, grün, rot, gelb. Und jetzt? Rival Tornado, itzdemo okay da. Aber was, hallo? Das raff ich jetzt nicht so ganz. Ne, hier schreien. Ne, das Rätsel. Sieh nach den Schwestern, ja. Okay, okay. Okay. Blau, lila. Grün. Rot, gelb. Nicht? Das wollte er nicht. Ja. Ganz altes Orni-Lied, bei dem früher die Brüderfelsen angebetet wurden. Die Brüderfelsen sind übrigens die fünf Felsen hinter uns. Der Text ist etwas komisch und schwer verständlich, aber irgendwie auch faszinierend. Wenn das Lied der Maiden erklingt, auch der Wind im Steine singt und die Helden zum Ziele bringt. Verstehst du, was das heißen soll? Ach ja, ich wollte dir noch meinen Schatz geben, als Dank dafür, dass du meine Schwestern gesucht hast. Ah... das erklärt natürlich einiges. Also, das war einmal, was ist denn hier, 2. Zwei, eins. Also ich war gar nicht so schlecht. Was war es denn jetzt nochmal? 2, 1, 3. 2, 1, 3, 5, 4. 2. 1. 3. 5. 4. Ach, war mal. Jetzt. Ich geh nochmal runter. Und das. 2. Nee. Ach, also es ist rückwärts, okay. Wie ist es dann? Dann ist es 4, 5, 4, 5, 3, 1, 2. Nice one. Ja, cooles Rätsel. Muss man erstmal sich sowas ausdenken.
Gib ihm. Hä? Oh, oh, guck mal. Nanu, seit wann ist denn da ein Haus? Das ist kein Haus, das ist ein Schrein, von dem der Häuptling gesprochen hat. Wie toll, dieses Geheimnis haben die Brüderfelsen also die ganze Zeit behütet. Das müssen wir Mama erzählen. Ja? Ja, schnell! Geht zurück, ihr fleißigen Power Rangers. Bis dann! Los, wenn's erst bei Mama ist. Auf die Plätze, fertig, los! Putzig. Das hätte ich sein können. Nice. Dann können wir uns nämlich gleich nochmal ein Herz holen. Dann hätte ich auch denken können. Mit Wind. Cool. Bei dem pfeift's ja nicht ganz richtig. So. Ah, Wege des Winds. Utado-Schrein. Ich hätte jetzt gedacht... Ach, du Schande. Hat jemand von euch Snake Eater gespielt? Habe ich übrigens auch noch Bock, die Metal Gear Solid Reihe mit euch durchzuspielen. Ist natürlich auch so etwas kompakter wie Zelda. Eins nach dem anderen. Okay. Hier geht nichts. Jetzt bin ich eingeschlossen. Finde ich das schon mal super. Wow! Okay. Okay. Und... Da geht er down. Alter, ist das fies. Ha. Das ist ja mal fies. Also wer das beim ersten Mal hinbekommt... Aber Mann, nee, die... Tun mich doch alle hier zurückreißen, die Winde. Ja. Wieso öffnest du nicht früher das Segel? Die haben das nämlich auch mal irgendwie umgepatcht. Man konnte nämlich früher das Ding früher ziehen. Also schon gibt's schon eine Weile, aber natürlich sind dann so manche Schrein-Quests wie die hier etwas outdated. Achso. Seht ihr? Ich kann das Ding nicht mal. Das ist gleich wie die Sprungtaste. Und das ging davor eben. So. Okay, da ist schon der Schlüssel. Wo ist mein Geschenk? Okay, wo ist jetzt hier die Herausforderung? Ah. Habe ich noch Platz? Nee, war klar. Aber ich kann den Fächer ja mal... Achso, nee. Stimmt ja. Dieses Schwingen macht man mit der Wurftaste, mit der man Waffen wegwerfen kann oder Bumerang werfen kann. Deswegen kann man natürlich dann dieses Blatt nicht so wegschmeißen. So.
Give me! Ich brauche mehr Herzen. Ich will sie alle in mir haben. Diese Herzen. Mein Herz. Das ist mein Herz. Vielleicht. Na? Heute schon mal schneller geladen? Come on. Go, go, loading screen. Go, go, loading screen. So. Revalis Ding ist auch wieder am Schlüssel. Hup. Ah. Ich find's echt mega. So. Jetzt versuchen wir uns kurz hier an diesem kleinen Korok-Rennen. Ich glaube, das geht bloß einfach darunter. Gehen wir unser Herz holen und dann schauen wir noch mal kurz, wo wir denn als nächstes hinmausern können. Na, reicht mir das? Jawohl, ja. Und da unten ist es. Na, ui, das ist aber ganz schön schnelles. Ah oh ja, okay. Ja. Danke, Kleiner. Sehe ich hier dann vielleicht gleich irgendwas Interessantes noch? Eine Kiste. Das wird jetzt ewig dauern, wenn ich da hochfliege. Das machen wir doch kurz so, dass wir dann den Schrein uns oben rein teleportieren. Jetzt sind wir gleich da oben. Und dann läuft das auch wieder. Go, go, loading screen. Na, 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 go, go, loading screen. Bitte keine Copyright Flags. Akkowata-Schrein. Ach, da singen sie jetzt alle. Putzig. Als ich dem Häuptling erzählt habe, dass plötzlich dein Schrein aufgetaucht ist, war er ganz überrascht. Ich glaube, die Schreine wollen einfach nur Verstecken spielen. Oh ja. Ganz schön viele davon wollen das. Wie viel haben wir denn? Ne, Moment. Falsche Taste. Achso, wir sehen bloß, was wir gerade an Zeichen haben. In den Loading Screens sehen wir ja, wie viele Schreine wir insgesamt aufgedeckt haben. Och. Fliegvogel! Willst du eine Geschichte hören? Ja. Schön, das wollte ich hören. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum, auf dem einen großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war... Ja? An der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Eingeschlafen. Aber ja, ich weiß genau, welcher große Baum das war. Okay. Der große Baum da oben, kannst du ihn sehen? Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen Vogel geflogen. Was war bloß im Bauch des Vogels? Mein Opa kann mich nicht mehr fragen. Es ist traurig. Ich werde es nie erfahren. Ganz große Kacke. Der musste sein. Weißer Vogel, warme Kleidung habe ich. Dankeschön. Hier kaufe ich nochmal Butter und Weizen. Ich nehme alles.
Ah, genau, das fällt mir gerade ein. Das hätten wir jetzt. Das vergesse ich halt immer gerne zu machen. Ach, okay, das sind Sachen, die kann ich gar nicht. Da werden es auch gleich. Glutlingen kann man so looten. So, Bombenpfeile. Speichern. Okay. Das heißt, wahrscheinlich. Ah, Mist, Mist, Mist. Dass ich vielleicht Rohrzucker immer nur kaufen kann. Ich weiß noch nicht, wo ich den abbauen kann. Reis ist ja manchmal in diesen hohen Gräsern. Weil der Weizen müsste ja dann auch da eigentlich rausfallen. Obwohl ich den dann wahrscheinlich auch nicht in den Suchen einstellen kann. Nee. Die Pilze brauchen wir nicht. Ach, das war das Rezeptbuch. Brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ich bin versorgt. Was mit dir, Bro? Ja. Ach, guten Tag. Es ist ja schön, dass Medo sich beruhigt hat, aber das war nicht mein einziges Problem. Meine Mutter liegt mir permanent in den Ohren, ich müsse den Laden übernehmen. Ich hab so satt. Ja, das wissen wir. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Ja, welchen Ort würde es sich lohnen, zu eröffnen? Okay, ich kann nicht spoilern, aber ich glaube, ich habe jetzt so einen langsamen Hint, auf was das hinausläuft. Egal. Du hast Herausforderungen bestanden. Naja, ich habe bitte Herzen. Give me more hearts. Ja, ich bin gut drauf, lass mich. Wer auch immer was jetzt dagegen hat. Herz Container. So, we achieved just another heart container, and now we can go full on with our journey. And this is not an English playthrough, so I will speak in German again. Würde ich doch mal sagen. So, aber dieser Tipp mit dem Baum finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil das dann eh Richtung nächstes Gebiet führt, wo wir dann auch zu einem weiteren Turm hinkommen können. Ach. Im tiefsten Dickicht laufen die rum. Auf so einem kleinen Bergding. Ich puste dich weg, Kleine. Tut mir leid. Jetzt bestimmt noch so ein paar Sachen da unten. Schwimmt da gerade was rum? Ne. Oh, was hast du denn noch? Guten Tag. Du bist zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Vor einer Weile hatten wir ziemlichen Ärger mit diesem Vamedo. Aber das hat sich zum Glück gelegt. Ich hab das gelegt. Wolltest du mich etwas fragen? Wie läuft's? Wie läuft's? So lala, würde ich sagen. Ist aber auch egal. Hör mir lieber zu. Ich hab ihn gesehen. Einen Glassirock. Glassirock. Huda! Hut ist Glassirock. Genau. Ein Koloss aus Eis. Ich gehe... Was? Ich gehe mir nichts, dir nichts, all meines Wegs. Da steht so ein Ding. Achso, ich gehe mir nichts, dir nichts, meines Weges. Oh, Ariko. Da steht so ein Ding plötzlich vor mir. Hatte ich Angst? Da war irgendwo in der Richtung eines Blizzardtals, ja. Du kannst ihn gar nicht vorstellen, wie groß er war. Eine der alten Recken hätte wahrscheinlich kurz einen Prozess mit dem Ungetüm gemacht. Ah, Glassirock. Ah, Glassirock, ja klar, das ist dann so ein Eisstein-Riesenviech. Da geht's auf jeden Fall Richtung. Oh, so ein dicker Baumstamm. Gibt's da irgendeinen direkten Weg? Hebrasee, ach, der ist da oben. Oh Gottchen, dann gehen wir einfach mal den nicht so direkten Weg. Ah. Da hinten gibt's einen Wasserfall auf jeden Fall. Da oben ist eine Fahne.
War das jetzt nicht der Berg, wo wir eigentlich hoch müssten? Ich glaube, wir müssen nämlich hier hoch. Haben wir einen Hammer hier? Nice. Stop! Hammer time! So. Aha. Okay. Der hält sich ja auch schon wieder. Mein größeres Problem ist jetzt... Die Rüstung ist ja noch auf Level 1 und die ist natürlich jetzt um einiges schwächer wie die anderen. Da werde ich noch mein Problem mit haben. Ah, blau. Nämlich, damit ich den ausbauen kann, da brauche ich spezielle Mats, wo ich halt erst später hinkommen könnte oder werde. Das war jetzt Ritterbogen. Der Ritterbogen. Okay. Genau so. Dam-dam. Also die haben es einfach drauf. Die passen gut an. Oh, war mal der große schmale Turm. Da war doch was. Da war doch was. Und doch jetzt mal so. Ist das nämlich, was das halt so OP macht? Ich komme jetzt an so viele Sachen erstens mal leichter dran und überhaupt dran. Wo ich nicht normal hinkommen würde. Ah, guck mal, da oben ist doch was. Tohoho. Kleine Fehleinschätzung. Na toll, nur ein Falkenbogen. Tja, da guckst du auf die Kiste. Und wir gucken uns dann wieder natürlich in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter. Egal wie ihr es bewertet, ein Kommentar wird mir sehr helfen mit Feedback von euch. Wenn ihr mögt, was ich mache, dann ein Abo. Dann kriegt ihr auch immer schön mit, was ich so mache. Und somit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.